Für dieses Video habe ich viele Benches gedruckt, um euch zeigen zu können, wie die neueste Curio-Version so konfiguriert werden kann, dass es die Zeiten von Eleco Curio noch deutlich unterbieten kann. Ich habe ein Curio-Profil so optimiert, dass damit ein Benchy in nur 22 Minuten gedruckt werden kann. Im Vergleich zu Eleco Curio sind das ganze 7 Minuten weniger. Nachdem ich selbst beim Drucken mit Eleco Curio direkt die ersten Probleme hatte und der Druck statt 29 Minuten ganze 48 Minuten gedauert hat, setze ich hier für meine Vergleiche die Rahmenbedingungen, dass vor jedem Druck die maximale Beschleunigung im Webinterface auf 5000 mm pro Sekunde Quadrat gestellt wird. Der Hintergrund dafür ist, dass Curio automatisch das Limit anpasst, um zum Beispiel die letzte Ebene etwas langsamer zu drucken. Eleco Curio hingegen setzt nie das Limit und verlässt sich damit auf den Wert im Webinterface. Wenn dieser also zu klein ist, dann dauert auch der Druck länger als angegeben. Um mein Druckprofil in Curio hinzufügen zu können, muss zunächst eine Kleinigkeit im Druckerprofil angepasst werden. Falls ihr das noch nicht habt, dann ist mein Video dazu in der Beschreibung und jetzt auch oben rechts verlinkt. Wir öffnen zuerst, wie gezeigt, den Installationsordner von Curio und suchen darin unser Neptune 4 Pro Profil. Ich nutze zum Bearbeiten der Datei Notepad++. Nun müssen wir, wie gezeigt, zwei Zeilen einfügen, um die maximale Beschleunigung auf die unterstützten 5000 mm pro Sekunde zu erhöhen. Bei dem Profil wurde das wohl vergessen. Zum Speichern müssen wir Notepad++ in den Admin-Modus wechseln, da wir Programmdateien editieren. Danach können wir das Druckprofil herunterladen. Der Link ist wie immer in der Beschreibung. Zum Hinzufügen des Profils gehen wir in Curio und dort auf Manage Profiles. Über einen Import-Button kann das heruntergeladene Profil dann einfach importiert werden. Anschließend einfach auswählen und es kann losgehen. Wenn wir beide Male ein klassisches Benchy slicen, dann fällt direkt auf, dass mein Profil hier mit 22 Minuten deutlich schneller ist als die 29 Minuten in Eleco Curio. Ich habe das natürlich auch beim Druck getestet und beide Slicer halten ihr Versprechen. Vergleicht man die Ergebnisse, so ist erkennbar, dass mein neues Profil trotz der kürzeren Druckdauer eine bessere Qualität mit sich bringt. Ich habe auch noch schnellere Varianten getestet, allerdings dann aufgrund der zu schlechten Qualität diese vernachlässigt. Nach der Installation des Profils kann nun der Drucker voll ausgenutzt werden und es gibt keinen Grund mehr, bei der veralteten Eleco Curio Version zu bleiben, wenn man gerne die neuesten Features von Curio nutzen möchte und als Bonus sogar noch schnellere Druckzeiten und bessere Qualität erhält. Als Material habe ich übrigens das neue Eleco Rapid PLR Plus verwendet. Ein Link dazu ist in der Beschreibung. Das wäre es dann für dieses Video, abonniert gerne, um nichts mehr zu verpassen. Und falls ihr noch Ideen habt, wie man das Profil weiter optimieren könnte, ohne dabei die Qualität zu vermindern, dann gerne in die Kommentare damit. Oder meinem Discord in der Beschreibung beitreten und dort weiter diskutieren.